So, kleine Unterbrechung da, aber das macht ja nichts. Was ist denn mit der... Nein, Infanterie. Oh, ich kann nicht mehr hergeben. Ja, weißt du was? Dann gebe ich doch direkt mal auch industrielle Hilfe an. Wer braucht sie denn? Abyssinien. Nee. Mein Alliierter, der von Anfang an mir sehr gut geholfen hat, denen schenke ich gerne etwas. Oder kann ich einfach nicht mehr? Ich kann tatsächlich nicht mehr. Und das ist natürlich nicht so toll. Ach ja, wir haben ja noch lauter Häfen. Das heißt, hier kann ich mal einen Hafen hinpacken. Da können die dann rein. Die haben ja schon einen Hafen erobert. Da sollte noch ein Hafen hin. Oder? Ja, das Saku wäre eh dahin gegangen. Die hier sind im Kämpfen, da brauche ich nichts in den Hafen packen. Eine Stunde, so. Ja. Warte, was? Ich mach da drei und da die. Ja. Nein. Die können dann... Russische Nationalisten. Oh. Da kann ich direkt mal hier eine hinschicken. Und ist da jetzt die letzte fertig? Nein, natürlich nicht. Dann brauchen die 28. Februar. Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt auch noch mal ein paar davon bauen. Einfach um meine Produktion wieder anzukurbeln und auch weil ich sie möglicherweise brauchen könnte. Einen schicke ich dahin, der nächste kann sich dahin bewegen. Ja. Hier sieht das ja eigentlich auch ganz gut aus. Die zwei möchte ich dahin. Da haben wir keinen Hafen erobert, aber das macht nichts. Ich baue einfach direkt mal einen Hafen hin. Ja. Ja.
Das sollte ganz gut funktionieren. Hier haben wir letztendlich auch ja. Das sieht, finde ich, doch sehr positiv aus. Wie sieht's in Afghanistan aus? Ja, wird schon. Dauert halt noch ein bisschen. Ist halt auch nicht gerade das beste Terrain, in dem man sich fortbewegen. Das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach ja, da wollte ich auch noch was machen. Also den erkläre ich auch noch einen Krieg. Und die hier schicke ich schnell dahin. Damit ich die da einschiffe und sofort, also so schnell wie möglich dahin bringe. Ach ja. Diese ganzen Nationalisten sind auch nervig. Nord ist wo drin? In dem hier. Jetzt sind da sind 170. Ja, diese. Oh, da sind nur zwei Cores drin, ja. Dann ist ja klar. Naja. Das gehört noch in die zweite Armee. Das gehört noch in die zweite Armee. Jetzt sind da 278.000, 344.000 und hier 852.000. Schon mehr als in Berlin-Haku. Aber das Bitburg-Haku ist noch immer das Unübertroffene. Und das war Afghanistan. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch produzieren soll. Ich glaube, ich produziere noch ein paar Luftabwehrgeschütze. Einfach aus Spaß, damit ich die irgendwo hinstelle oder so. Ich glaube auch, die einzigen, die jetzt noch irgendwas an Flugabwehr haben können, ist schon die USA. Sonst ist es ja auch unmöglich. Die werden jetzt auch gleich kapitulieren. Und ja. Jetzt ist dieser Teil auch besser. Ich weiß aber nicht, was mit Jemen ist. Da ist irgendwie nichts in Jemen. Wo ist meine Flotte? Das kann noch dauern. Tja. In Diplomatie brauche ich jetzt gar nichts. Oh, Offiziere brauche ich dann doch. Ja. Okay. Wie sieht das hier aus? Ja, okay. Wir haben zwei Siegpunkte. Bei denen ist ja auch Marionette drin. Aber jetzt langsam zerfällt die Entente auch. Und genau das wollen wir. 148 Kilometer, 143. Ja, probieren wir mal, ob wir da schnell... Nee. Die sollen da hin. Da bewegt sich ja schon was hin. Das Haku ist höchstwahrscheinlich schneller. Ja. Wirklich viel mehr kann man dazu jetzt nicht sagen.
Siegpunkte haben die da gar nichts. Spanische Nationalisten, ja, die sind aber leider in einem Gebiet gewesen, wo ich schon was stehen hatte. Wird er jetzt vernichtet? Da ein hin, da ein hin, da ein hin. Und noch ein. Ja. Wir verschwenden wieder irgendwas. Das war Guatemala. Ich weiß nicht unbedingt, was ich dazu sagen soll. Nee, das Korps soll sich dahin bewegen, geht schneller. Tatsächlich könnte das noch dauern. Aber wenn wir jetzt Kolumbien haben, dann können wir ja auch noch Bolivien, Chile und Paraguay schließlich. Ach nein, der Panama-Kanal gehört nicht uns, aber da wir mit der USA nicht im Krieg sind, können wir das auch, den auch benutzen. Ach, schon wieder Truppen. Ja, egal. Na, die kommen eh alle gleich an. Dann kann einer von denen schon dahin und einer noch dahin. Und dann wird das Ganze schon ein bisschen abgesichert. Ja, 55%. Unsere Forschung ist auch verdammt gut. Aber das ist halt viel zu weit von dem Nordamerika wird da weg. Und bringt halt dann auch nicht mehr viel. Ach ja. Oh, da ist jetzt einiges fertig. Ich könnte ja diese ganze Armee einfach noch als in die Invasionsarmeegruppe nehmen und dann auch transportieren. Ja, das wäre schlau. In die erste Invasionsarmeegruppe. Ihr seid zwar jetzt viel zu weit davon entfernt, aber die kümmern sich jetzt um Mexiko. Da passt es schon, wenn ich die da hinschicke. So. Und jetzt sollten,
Jetzt sollte das schon funktionieren alles. Wir sind auch gleich da drin, 11 Uhr. Und dann können Sie sich zurückbewegen. Hier, der Kampf sieht zum Beispiel total kacke aus. Ich werde ihn aber trotzdem einfach mal am Laufen lassen. Kann ja immer sein, dass funktioniert. Mit Siegpunkten, naja, sieht's noch nicht so toll aus. Es könnte ja sein, könnte ja immer noch sein, dass wir alle Siegpunkte brauchen. Aber ich glaube, ich muss dann jetzt auch die Folge beenden. Und damit verabschiede ich mich. Ja, der Name von Mexiko ist weg von der Weltkarte. Und damit verabschiede ich mich. Wir haben uns in Südamerika schön durchgeschnetzelt, also in Mittelamerika, in Südamerika kommt noch. Aber auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.